Möglicherweise habe ich das Rezept ja schon gefunden. In einem anderen Video habe ich das veröffentlicht zum Herstellen von Holundersirup. Aber ich möchte es heute mal praktisch machen. Wir brauchen einen Topf, 4 Liter Wasser. Ich messe immer mit so einem Messbecher ab. Passt genau 1 Liter rein. Ja, dann bringen wir das Wasser zum Kochen. Wir brauchen einen Kochlöffel. Und 4 Kilo Zucker. Ja, wir kaufen den immer in großen Päckchen, also sind die Kilo-Päckchen, aber wir kaufen immer gleich 30, 40 davon und lagern die ein. Fällt mir übrigens ein, ich habe gerade die hochgeholt, habe gesehen, wir müssen wieder kaufen. Kann man schon, bevor es kocht, einfüllen. Geht es nur darum, diese 4 Kilo Zucker hier aufzulösen. Ich fürchte fast, der Topf ist etwas zu klein. Ich werde mal einen größeren holen. Das ist jetzt ein 8 Liter Topf. Aber leider ist der nicht für Induktionsfelder geeignet. Ja, schütten wir das einfach um. Weil es nützt ja nichts, wenn es am Schluss übergeht. Oh, ist natürlich jetzt auch schon heiß hier. Wir haben aber auch noch so ein normales Zerranfeld, wie man hier sieht, so ein kleines. Und da füllen wir jetzt die 4 Kilo Zucker ein. Heiß machen wir das Wasser deshalb, damit sich der Zucker auch löst. Naja, die 4 Kilo Zucker, die verändern die Füllmenge schon ein wenig. So, dann bereiten wir uns noch 2 Bierzitronen vor. Jetzt richtig große Teile hier, macht nichts. Aber achtet darauf, dass ihr keine gespritzten nehmt, beziehungsweise welche nehmt, wo auch die Schale verzieren kann. Wenn nicht, dann müsst ihr die gründlich abbürsten und abwaschen. Die schneidet man jetzt einfach in Scheiben. Nicht zu dick, so ungefähr 5 mm. Eigentlich kommen da 4 Stück Zitronen rein, allerdings die sind doppelt so groß wie normale Zitronen. Da reichen mir also auch 2. Wenn ihr normale Zitronen habt, so kleinere, dann müsst ihr 4 nehmen. Dann brauchen wir noch 80 Gramm Zitronensäure. Wenn ihr euch fragt, wo Zitronensäure am besten zu bekommen ist, ich habe die mal hier in kleinen Beutelchen bestellt. Ich habe festgestellt, ich habe die viel zu teuer eingekauft beim Versandhandel meiner Wahl. Das hätte da auch, die fangen mit A an. Da gibt es allerdings auch 10 Kilo Eimer. Die sind wesentlich günstiger. Also 80 Gramm. 82, das passt. Und so langsam sollte auch unser Wasser mit dem Zucker kochen oder Zucker völlig aufgelöst werden. Man sieht, es ist jetzt noch sehr trüb. Was wir noch brauchen, sind 30 Dolden Holunderblüten. Die habe ich gestern schon gesammelt. Eine nach dem Kühlschrank macht die nicht viel aus. Es riecht sehr aromatisch. Ich nehme auch ein bisschen mehr, 30 bis 35 Dolden. Ich packe die immer, weil ich mehr einpacke, in meinen kleinen Rucksack, die in kleine Plastiktüten ein. Aber da solltet ihr sie nicht zu lange drin lassen, auch da fangen die an zu schimmeln. Wenn es mal aufgekocht war, dann sieht man, ihr seht es hinten noch so einen leichten Rand unten, da unten. Dann sieht man dann, dass es klar wird. Und ja, dann schalten wir aus, lassen es abkühlen. Und erst wenn es handwarm ist, geben wir die restlichen Sachen rein, also die Zitronensäure, die Zitronen und natürlich die Holunderblüten. Und dann decken wir es mit so einem Baumwolltuch zu und lassen es 5 Tage lang bei Zimmertemperatur stehen. Jeden Tag mal ein bisschen umrühren, damit es oben nicht schimmelig wird, wenn man es raussteht. Und nach 5 Tagen können wir es abseilen und ja, einlagern. Hält sich 1 bis 2 Jahre, wenn es gut gemacht wird, ein bisschen länger. Es sollte es aber nicht nochmal aufkochen, wenn es dann gezogen hat. Sonst macht die ganzen Inhaltsstoffe kaputt. Also einfach so, wie es ist, dann abfüllen. Da kommt auch gleich. Ich habe schon mal welchen gemacht dieses Jahr. Da habe ich schon abgefüllt. Und jetzt mache ich nochmal 4 Liter. Gut, das sind mehr als 4 Liter, weil der Zucker drin ist. Das werden so um die 8 bis 10 Liter werden. Naja, 8 Liter, schätze ich mal, knapp. Und ja, das sind 8 Liter Flaschen. Da haben wir dann wieder eine ganze Zeit lang.
Der Sirup schmeckt sehr intensiv. Ihr könnt ihn mit Wasser verdünnen. Ja, ihr müsst ihn mit Wasser verdünnen, denn sonst wird euch das zu süß sein. So, dann kommen noch ein paar Zutaten rein. Die 80 Gramm Zitronensäure, 4 Zitronen oder in dem Fall jetzt 2 große Zitronen. Und natürlich das Wichtigste, die Holunderblüten. So, jetzt sieht man schon, auch der 8-Liter Topf, ja, ist ziemlich voll. Ganz gescheit mit Flüssigkeit von den Binnennetzen umrühren. Ja, und jetzt kommt das Langweiligste, nämlich 5 Tage lang abgedeckt stehen lassen. Am besten ist ein Geschirrtuch aus Leinen, das legt man drüber und das lässt man jetzt 5 Tage lang stehen. Man kann es jetzt hier stehen lassen oder im warmen Platz stellen. Es steht zwar in der Anleitung, in die Sonne stellen, aber ich muss sagen, ich stelle es nicht ungern in die Sonne. So eine Zimmertemperatur oder jetzt haben wir Sommer, wir haben jetzt sowieso knappe 27 Grad hier im Raum, da passt es vollkommen. So, viel Spaß beim Nachmachen. Am Ende müsste es nur noch gut abseihen. Kann es jetzt zwar auch dann später vom Topf schütten, aber wenn man viel Liter drin hat, dann ist das ein bisschen schwierig. Dazu gebe ich mir einen Seier rein und dann zeige ich das gut ab. Da sieht man schon, oben bleiben so kleine Blütenstückchen hängen im Sieb und wenn die natürlich später in die Flasche kommen, dann können sie oben aufschwimmen und es könnte schimmeln. Darum gut abseihen, nicht vergessen. Man muss natürlich nicht so eine Tupper Karaffe verwenden, aber ich finde immer ganz praktisch, wenn man sich damit leichter tut, das Ganze umzugießen. Dazu noch einen kleinen Trichter. Und alles ist gut. Hier so weit wie möglich nach oben füllen, dass möglichst wenig Luft drin ist und dann die Bügelflasche zumachen. Man sieht es schon an der Farbe, die ist leicht gelblich geworden, anfangs war die Flüssigkeit ja ganz klar. Und es riecht auch sehr intensiv nach Holunderblüten.